Leute, was soll ich euch sagen? Der Raid ist einfach viel zu einfach mit der Strategie. Was geht ab, Leute? Ich zeige euch heute, wie ihr Glurak im neuen 7-Sterne-Raid ganz einfach solo besiegen könnt. Viel Spaß mit dem Video. Und zwar werde ich euch heute sogar zwei Methoden vorstellen, also bleibt dran. Zuallererst, der Glurak-Raid geht vom 13.3. bis zum 17.3. Aber wisst ihr, was noch das Bessere ist? Am 15.3. kommt der Shiny Only Run nur mit blauen Shinies in Legenden Arceus hier auf dem Kanal in 2K. So, wir wollen mal anfangen. Das erste Pokémon, was meiner Meinung nach auch die beste Strategie ist, ist natürlich Azumarill. Glurak ist natürlich nichts Neues, wir hatten den schon mal im Raid, aber er droppt diesmal sogar Geheimgewürze. Wir spielen hier Terra-Typ Fee, Item Muschelglocke. Ich weiß, dass meine Facecam das alles verdeckt, deswegen am besten zuhören. Item Muschelglocke, Terra-Typ Fee. Und wir haben für die Attacken Bauchtrommel, Nebelfeld, Regentanz und Knuddler. Ihr könnt natürlich Nebelfeld mit Wasserring tauschen, das ist gar kein Problem. Wichtig ist nur, dass die Fähigkeit Kraftkoloss da ist. Das ist die zweite Fähigkeit von Azumarill. Dieses könnt ihr mit einer Fähigkeitskapsel bei Azumarill auch ändern, falls ihr keinen Kraftkoloss habt. Dann haben wir natürlich einmal die EVs und da spielen wir 252 auf Angriff und Spezialverteidigung. Und hier, wie ihr sehen könnt, ein hartes Wesen. Ihr könnt das Ganze natürlich selbstverständlich auch mit einer harten Minze ändern. Dann sieht es genauso aus wie bei mir hier im Spiel. Woran viele Leute gar nicht denken, sind die DVs, Leute. Diese müsst ihr auch maximieren. Das könnt ihr mit Silber- oder Goldkronkorken tun. Und zwar fliegen wir einmal dafür Richtung Frigomonta. In Frigomonta angekommen befindet sich hinter dem Pokémon Center der Trainer mit dem Rex Blizzard. Dort könnt ihr euer Pokémon mit Silber- oder Goldkronkorken verbessern. Willkommen zum neuen 7-Sterne-Raid und diesmal ist es Glurak, Leute. Ich zeige euch, wie ihr Glurak ganz einfach solo alleine im Raid besiegen könnt. Ich habe auch gegebenenfalls hier im Video noch eine zweite Taktik erwähnt. Wenn ihr das mit Azumarill nicht schafft, definitiv auch die andere abchecken. So, Leute, das erste, was wir machen mit Azumarill, ist einmal abwarten, bis Glurak alles rausgehauen hat. Glurak geht nämlich auf den Hitzekoller, wenn ihr euch trefft. Das ist gar kein Problem, ihr tankt das ganz gut. Wir gehen auf Bauchtrommel. Wir haben deswegen auch die EVs auf 252 Spezialverteidigung geskillt. Einfach, dass wir nochmal ein bisschen mehr aushalten. Bauchtrommel sorgt dafür, dass wir plus 6 sind in der ersten Runde schon. Das ist ziemlich stark. Wir werden im Raid wahrscheinlich auch einmal draufgehen. Aber das ist kein großes Problem. Ihr könnt jetzt natürlich hier für einen Knuddler gehen. Ich gehe nochmal auf Anfeuern, um einfach noch mehr Schaden zu machen. Je nachdem, wie das von eurer KP aus ist, ich habe gesehen, dass Glurak in der ersten Runde nicht unbedingt euch treffen muss, weil er auch andere Teammitglieder von euch treffen kann. Deswegen, je nachdem, wie eure KP hier aufgestellt sind, geht ihr aber dann in der dritten Runde definitiv auf den Knuddler, um einfach auch mit Muschelglocke KP zu regenerieren. Ihr seht es, Leute, ihr heilt euch auch dementsprechend voll. Glurak wird jetzt wahrscheinlich in der nächsten Runde auch sein Schild raushauen, nachdem er den Orkan gemacht hat. Attacken. Feuersturm, Hitzekoller, Orkan, Drachenpuls, Fokusstoß, Sonntag und Inferno kann der Gute. So, da ist der Stat Reset. Was wir jetzt machen wollen beim Stat Reset als allererstes, da wir von den KP gut aufgestellt sind, also sprich in der vierten Runde holt die Notizzettel raus, ist auf Nebelfeld gehen. Nebelfeld sorgt einfach dafür, dass wir nicht verbrannt werden können, also keine Statusprobleme erleiden. Das ist bei Azumarill ziemlich wichtig, da der physische Schaden schon bei Azumarill sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Feuersturm, auch wie ihr sehen könnt, gar kein Problem. Wir sollten nicht mehr Plus sein, das ist kein Problem. Wir gehen aber jetzt dafür einmal auf den Regentanz. Warum Regentanz? Wir müssen nicht unbedingt jetzt überleben, denn wenn wir jetzt auf eine Bauchtrommel gehen, werden wir E plus 6 sein und danach rausgenommen. Und deswegen auf jeden Fall erstmal auf den Regentanz, damit der schon mal draußen ist, die Feuerattacken weniger Schaden machen und dann geht ihr auf eine Bauchtrommel. Ob ihr danach noch am Leben bleibt oder drauf gibt, spielt keine Rolle. In meinem Fall gehe ich jetzt sogar drauf. Wenn ihr noch am Leben seid, definitiv Knuddler drücken und einfach weiter Knuddler. Aber im Regelfall solltet ihr rausgenommen werden. Kommt frisch wieder rein, geht dann auf eine Bauchtrommel, da habt ihr nichts zu befürchten. Feuerattacken von ihm machen keinen Schaden, gar nichts. So, Feuersturm von Glurak kommt, wir sind plus 6, durch den Regen macht er keinen Schaden wirklich damit. Wir gehen danach in der nächsten Runde auf Knuddler. Bitte seid euch auf jeden Fall auch gewiss, dass Knuddler nicht immer zu 100% trifft. Es kann mal sein, dass ein Knuddler bei euch daneben geht, dann ist es halt so. Dann probiert den Raid einfach nochmal oder die zweite Strategie, die ich hier im Video zeige, ist auch sehr, sehr gut. Wenn Glurak aber dann irgendwann auf einen Sonntag geht, ist es vollkommen okay. Das bedeutet, wir gehen einfach nochmal in der nächsten Runde auf Knuddler. Ihr seht schon, das ist ein sehr, sehr guter Schaden, den wir machen. Dann, wenn wir uns Terra kristallisieren können, gehen wir natürlich direkt auf eine Terra kristallisierung und dann dementsprechend auf einen Knuddler. Wie ihr sehen könnt, viel, viel Schaden macht.
Also das ist die erste Strategie, die ich euch biete. Die zweite ist aber auch sehr, sehr cool. So, damit ihr es auch seht, das ist hier nicht gescammt, sondern wir haben auf jeden Fall Glurak auch nochmal besiegt. Und wie ihr hier bereits sehen könnt, Glurak droppt Geheimgewürze. Also vielleicht lohnt es sich für euch, die Geheimgewürze am Wochenende zu farmen. Der ist nämlich nicht lange da. So, liebe Leute, jetzt kommen wir für die zweite Strategie. Wir spielen hier einmal Flatterhaar mit dem Terra-Typ Fee und dem Item Feentafel. Wir spielen hier für die Attacken Trugträne, Magieflamme, Diebeskuss und Mondgewalt. Ihr könnt statt Magieflamme natürlich auch Gedankengut spielen. Ich habe gerade vorhin gemerkt, dass mein Flatterhaar keine guten DVs hatte und ich diesen Raid trotzdem geschafft habe. Deswegen macht euch da auf jeden Fall klar, dass ihr die EVs und DVs trainiert habt, denn wir spielen 252 auf den KP und Spezialangriffswert. Ein mäßiges Wesen ist es ganz, ganz wichtig. Das könnt ihr auch mit einer mäßigen Minze ganz einfach ändern. Fähigkeit ist natürlich ganz klar Paläosynthese. Und wie bereits vorhin erwähnt, habe ich hier die DVs vorhin vergessen gehabt und ich habe den Raid geschafft. Und diesmal habe ich sie auf jeden Fall maximiert. Falls ihr die 7-Sterne-Raids noch nicht freigeschaltet habt, ich habe auf dem Kanal ein Video dazu gemacht. In 2 Minuten erkläre ich euch, wie ihr die 7-Sterne-Raids in Karmesin und Purpur freischalten könnt. Einfach Winnie Day 7-Sterne-Raids freischalten, eingeben auf YouTube. So, für den einen oder anderen wird diese Strategie deutlich besser funktionieren als bei Azumarill. Aber seid hier auf jeden Fall gespannt. Es gibt ein paar Sachen zu beachten, die wir hier in diesem Raid machen müssen. Und zwar, Leute, ihr seht schon, hier spielen auch die Teammitglieder diesmal gar keine Rolle. Shiny Flatter natürlich, wer kennt's nicht? Ich glaube, jeder hat mittlerweile eins. Glurak geht in der ersten Runde auf Hitzekoller, trifft sogar uns. Es ist sogar ein Crit. Das spielt aber gar keine Rolle. Ich zeige euch trotzdem, wie ihr das machen könnt. Deswegen hört gut zu, schreibt euch die Sachen auf und dann geht's los. Das Erste, was wir machen wollen, wenn wir getroffen worden sind, spielt keine Rolle, Leute. Wir wollen erstmal auf Magieflamme gehen, um seinen Spezialangriff zu senken. Denn wenn er uns getroffen hat und gecrittet hat, gehen wir eh drauf. Falls ihr nicht drauf gehen solltet, macht ihr genau das Gleiche mit Magieflamme. In der zweiten Runde geht ihr auch wieder auf eine Magieflamme. Glurak ist jetzt auf -2. Magieflamme sorgt nämlich dafür, dass sein Spezialangriff gesenkt wird. So, in meinem Fall, wie ihr hier sehen konntet, bin ich jetzt draufgegangen, weil ich in der ersten Runde auch getroffen worden bin. Wahrscheinlich genauso wie du da draußen. Aber wie gesagt, macht euch da keinen Stress. Wir kommen wieder rein. Und das ist jetzt das Schöne. Wir sind mit voller KP am Start und sorgen einfach dafür, dass Glurak einfach weiter seinen Spezialangriff gesenkt bekommt. Glurak wird nämlich mit keiner seiner Spezialattacken uns sehr hart treffen können. Wir gehen auf eine Terra-Kristallisierung und dann wollen wir einfach straight auf Mondgewalt gehen oder ihr geht auf eine Terra und dann Trugträne. Das sorgt nämlich dafür, dass der Spezialverteidigungswert von Glurak gesenkt wird und ihr nachher noch mehr Schaden macht. Habt ihr wenig KP, geht ihr auf einen Diebeskuss und so haltet ihr euch auf jeden Fall richtig, richtig viel an KP. Habt ihr aber genauso viel KP wie ich und der ist noch relativ gut beim Leben, einfach auf eine Trugträne gehen, um nachher einfach mehr Schaden zu machen. Feuersturm hat uns diesmal nicht getroffen. Selbst wenn es getroffen hätte, hätte es nicht so viel Schaden gemacht. Wir gehen dann in der nächsten Runde einfach auf eine Mondgewalt. Auch hier, Leute, wenn ihr euch getroffen hätte, hättet ihr es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut getankt. Und wie ihr hier sehen könnt, ist der Schaden schon wirklich sehr, sehr schön. Jetzt kommt das Schild von Glurak. Die Statusveränderungen sind wieder von ihnen normal. Das bedeutet, wir gehen einfach in der nächsten Runde einfach nochmal auf eine Magieflamme. Wir wollen nicht, dass er einfach zu viel Schaden macht, da Flatterhaar von den KP-Werten jetzt nicht so wirklich gut aufgestellt ist. Wir aber dafür eine gute Spezialverteidigung haben. Ihr seht, Feuersturm macht bei dem Setup wirklich nichts. Wir gehen in der nächsten Runde einfach wieder auf eine Mondgewalt. Jetzt ist er sogar eingefroren. Das kommt halt auch davon. Das hat auch mal ein bisschen mit Glück was zu tun. Mal werdet ihr gecrittet, mal ist er eingefroren, mal ist er paralysiert, mal werdet ihr geone-shottet. Das kann alles sein. Wir gehen einfach in der nächsten Runde nochmal auf eine Mondgewalt. Sollte das irgendwie so sein, dass ihr sehr, sehr wenig KP habt, könnt ihr immer auf Diebeskuss gehen. Ihr könnt auch alternativ, wenn es so gut läuft wie bei mir gerade im Raid, könnt ihr auch einfach auf Anfeuern gehen und den Angriff nochmal pushen. Das Schöne ist, wenn ihr jetzt Sonntag raushaut, aktiviert sich unsere Paläosynthese, was unsere Spezialverteidigung stärkt. Das sorgt dafür, dass wir einfach noch mehr tanken. Wir gehen in der nächsten Runde einfach aber straight auf Mondgewalt, denn wir sind sehr, sehr gut aufgestellt. Gluraks Schild ist fast so gut wie weg. Und dann seht ihr schon, dass das auch kein richtig großes Problem ist, dieser Raid. Ich sag's euch, Leute, die zukünftigen Raids solltet ihr immer hier abchecken. Ich habe sie als allererstes meistens hochgeladen in Deutschland und versuche das wirklich Schritt für Schritt zu erklären. Freitag ein sehr, sehr schönes Video, nur mit Shiny-Pokémon durchspielen in Legenden Arceus und in 2K-Qualität. Ihr müsst mir unbedingt sagen, wie ihr das Video fandet oder findet. Unbedingt abchecken dann am Freitag, 17 Uhr ist es soweit.
in der letzten Runde einfach nochmal auf Diebeskuss. Sicher, sicher. Und dann haben wir auch Glurak ohne Stress rausgenommen und besiegt, Leute. Grindet es, es ist nicht allzu lange da. Und dann dementsprechend sehen wir uns beim nächsten Mal. Abonnieren, liken, kommentieren nicht vergessen. Ciao.